Schlüsselerlebnisse mit FileMaker Pro, viertes Video, und in diesem Video geht es um einige Beispiele. Beispiele dafür, was wir gerade vorhin gesehen haben, wie nämlich mehrere Schlüssel in einem Feld oder auch Zwischentabellen funktionieren in echten Anwendungen. Ich bin hier in einer Software, die ich vertreibe. Das ist jetzt eine Keywording-Software, also eine Software, womit man Suchbegriffe aus einer Keyword-Datenbank bei Fotos hinzufügt. Hier vor uns ist ein Screen, worauf sich die Keyword-Struktur abbildet. Und da sieht man, dass in verschiedenen Ebenen eine Keyword-Struktur entsteht und das wird dann genutzt, um diese Keywords dann bei den Bildern hinzuzufügen. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, wo ein sogenannter Mehrschlüssel Referenz gesetzt wird, also ein Feld wird genutzt mit einer Liste von Keywords. Wie das funktioniert für die Suche, das zeige ich gerne hier. Wir sind hier im Keywording-Screen und ich habe jetzt zu diesem Bild von Bürogebäuden in Basel habe ich jetzt eine Beschreibung auf Englisch, die Datenbank ist auch auf Englisch und ich kann hier jetzt ein Wizard ausführen. Das heißt, diese Beschreibung hier wird verarbeitet und dann werden Treffer gezeigt. Ich klicke darauf und dann habe ich hier unten eine Liste mit Treffer, die er jetzt gefunden hat, auf Basis dieser Wörter. Und was gemacht wird, ist eigentlich ganz einfach. Es wird jetzt diese Beschreibung genommen und in einem Suchfeld werden jetzt diese Einträge als einzelne Begriffe untereinander gestellt. Das heißt, ich habe hier ein Multi-Key-Feld, also ein Feld, worin mehrere Suchbegriffe in einer Liste dargestellt sind. Und dann sind die Resultate eigentlich ganz schnell ersichtlich. Das ist einfach eine Beziehung von diesem Multi-Key-Feld zur Keyword-Datenbank und die zeigt dann sofort sämtliche Einträge, die er gefunden hat. Also hier ist ein gutes Beispiel, wie man ganz schnell und einfach ein Multi-Key-Feld nutzt, also ein Mehrzellen-Referenzfeld nutzt, um dann Daten aus einer Datenbank herauszuziehen. Ich bin hier in einer Applikation, die als Beispieldatei gedacht ist, als Startdatei für FileMaker-Entwickler. Das ist die Datei FMStarter und die lässt sich auch als Beispieldatei herunterladen auf fmstarter.com. Die Beispieldatei ist nicht freigeschalten, aber man sieht genau das, was ich hier auch vor mir habe. Man kann das also einfacher nachvollziehen, wenn man das mal herunterlädt. Es gibt hier eine Beispieldatenbank und die hat nicht ganz viele Sachen drin, aber es hat zum Beispiel eine Kontakttabelle mit Personen und es hat eine Adresstabelle mit Adressen. Und das lässt sich auch als Listenform darstellen. Und ich kann das hier auch bei den Kontakten als Listenform darstellen. Also da sind verschiedene Sachen schon eingetragen, nicht besonders viel. Was ich zeigen möchte, das sind hier die Beziehungen. Die Beziehungen zwischen zwei Personen. Es gibt hier eine natürliche Person, das bin ich selbst. Es gibt eine juristische Person, das ist meine Firma. Und zwischen mir selbst und meiner Firma besteht eine gewisse Art von Beziehung. Und zwar, ich bin hier der Arbeitnehmer. Das ist ein Wert, den ich aus einer frei definierbaren Liste auswählen kann. Und die Firma ist der Arbeitgeber. Ebenso kann man natürlich andere Sachen noch angeben. Also man kann ja Familienbeziehungen definieren. Eine solche Information ist in komplexen Umgebungen, wo ganz viele Leute miteinander zu tun haben, oft sehr hilfreich. Man kann also mit einer Zwischentabelle dann die IDs von zwei verschiedenen Teilen annehmen und dann dazu eine Zusatzinformation speichern. Das heißt, dass hier diese eine Zeile stammt aus einer Zwischentabelle. Und zwar einer Zwischentabelle, die einfach genutzt wurde, um zwei verschiedene Personen, juristische Personen oder natürliche Personen miteinander zu verknüpfen und in ein bestimmtes Verhältnis zu setzen. Das ist eine Information, das ist ganz einfach. Ich kann jetzt das auch löschen. Wenn ich jetzt diese Beziehung lösche, lösche ich keine andere Daten. Ich lösche nur die Beziehung, weil das hier ist nur ein einzelner kleiner Datensatz in einer Zwischentabelle. Ich hoffe, dass dieser Ausflug in die Schlüsselerlebnisse von FileMaker Pro die Angaben über Mehrzeilenschlüssel und Zwischentabellen gefallen gefunden hat.
Es gibt viele Anwendungen für diese Art von Datenverknüpfungen und ich hoffe, dass das Schlüsselerlebnis in diesen Videos auch zu einem Aha-Erlebnis bei der eigenen Arbeit führen darf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.